Moin moin und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Elia, Elea, wie auch immer. Ja, die letzte Folge war ein bisschen komisch oder so. Oh, cool. Kann ich noch irgend. Nein, kann ich nicht, okay. Ja, ein bisschen komisch, wie ich finde. Aber naja, okay, wir müssen hier zur Krankenstation und rede mit Kazumi. Busy. Hallo? Ah. Ja, gut, der hat das nicht gespeichert. Wir müssen anscheinend erst noch einmal. Hallo? Das machen, was wir. Nein. Mars Memory. Ah, warte. Das war gerade auf dem Mars, also. Eine Erinnerung von uns, okay. Wir sind nicht mehr schwanger, alles klar. Gut, ich werde das hier jetzt, glaube ich, nochmal machen. Rausschneiden und ich würde sagen, bis später. Ciao. So, und da sind wir auch schon wieder. Hat funktioniert. Hat funktioniert. Wait. Ja, ich mache ja sowieso nichts anderes hier, also. Okay, das war also nur eine schräge Erinnerung. Hoffentlich. Und ich gehe davon aus, dass dir jetzt nicht allzu viel Komisches passiert. Was war das denn? Bridge Conference. Engineering, Server Core, Reactor Core, Medbay, Medizinstation. Ach, gerade, guck mal, sogar auf Deutsch übersetzt. Krankenstation, Freizeitbereich, Wohnquartiere. Nehmen wir. Ist das ein Horrorspiel? Ich glaube nicht, oder? Hallo? Explorer the Galaxy. Alles klar. Oh, Kryokammern. Labor, Escape, Podia, Podi, Podi, Airlock? Was zur. Ne, egal. Recreation Zone, Dining Room, Gym. Alles klar, das ist schon mal nicht meine Richtung. Ja. Warum leuchtet das alles rot? Das ist ein bisschen Netzwerk. Naja. Was? Irgendwas stimmt doch jetzt nicht mit mir, oder? Warum sehe ich zwischendurch so verschwommen? Medical Bay. Was ist das? Sieht aus wie so ein Putzwagen, aber. Uah! Kann ich springen? Nein. Bumm. Naja. Der gute Saugroboter. Wer kennt ihn nicht? Ja, er sieht sehr gesund aus. Hallo? Achso. Okay, mit Kazumi reden. Kazumi ist, glaube ich, die AI. Die künstliche Intelligenz. Auf diesem Raumschiff, auf dieser Raumstation. Konnte ich da nicht gerade? Achso, das war für die Uhr. Für die Lampe. Was haben wir hier? Oh, ich weiß nicht. Ich war. Da kann man nichts erkennen. Space Agency RSS Recovery Command. Okay. Kalender. Heute ist Dienstag der. No Donnerstag, Entschuldigung. Donnerstag der 9. Welches Jahr? Weiß ich jetzt nicht mehr, falls wir es eben schon gesehen haben.
Hab ich mir nicht gemerkt. Das leuchtet. Hallo? Ah. Streptokokken. Okay, ich habe keine Ahnung, ob diese Notizen wichtig sind. Wenn ja und ich es nicht lese, tut es mir echt leid. Also die können wir nur an... Ja, gut. Ist, ja. Ich glaube, wir müssen hier rein, ne? Würde ich jetzt einfach mal von ausgehen. Okay. Kriegen wir hin. Und weg sind wir. Okay, irgendwas stimmt doch hier nicht. Nehmen wir irgendwelche Drogen? Was war das denn? Alter! Senior Theta brainwaves apparently the result of amygdala hyperactivity caused by the Mindscape glitch. Would you describe what you experienced in there? I was revisiting a memory and then there was a presence, but not from the memory. I don't know how to explain it. The timeline got all screwed up and the simulation kicked me out and that's when I started calling you, but you weren't responding. And then I saw my husband. Naja, sein Kopf, mehr oder weniger. No, I don't know. There was this swarm of light inside the simulation. I think it caused the glitch. And it was there again, right after you turned the equipment off. You mean on the observation deck? Yes, it floated there for a few moments and then vanished. Don't you have it on camera? No. Not even in any spectrum. I'm afraid not. Kaz, am I going crazy? Would you like to take a psych test now? That was a rhetorical question. Oh. Kaz, will you help me get to the pilgrimage? Yes. What, just like that? Some preparations are in order. I mean, you would be breaking protocol. You shouldn't be able to do that. There are ways around that. What do I do? You have to get in one of the escape pods. Then I'll steer you to the pilgrimage. First, however, you have to make a copy of me on your wrist comm. A copy of you? Correct. You won't be able to navigate the pilgrimage without ChipNav assistance. And even if we assume that my counterpart there is online, there's a fair chance she might be an obstacle. Either way, my assistance would be of existential value to you. Okay. So then there will be two of you? Someone has to break protocol. I'll pretend that I understand. Alles klar. What do you need me to do? First, you need to get a memory expansion for your wrist comm from the engineering core, so I could fit in. Second, you'll have to access the mainframe and use its link port to copy me. The only Voyagers with access to the mainframe are Alice Winters and Philip Loving, so you will have to be very persuasive. Could I have all of this in writing, please? Done. Cool. Danke. Alice Winter und Philip Loving haben mit ihrem RISCOMs Zugriff auf den Serverkern. Okay, greife auf den Zentralrechner im Serverkern zu und verwende den Linkport, um Kazumi zu kopieren. Finde im technischen Kern eine Speichererweiterung für dein RISCOM. Ich würde sagen, wir gehen erstmal zum technischen Kern. Wie komme ich hier wieder? Warum komme ich hier nicht raus? Ich drücke, aber ich hat sich. Hallo? Spiel? Ja, geil. Ah, alles klar. Yes.
Alter. Er macht mich ein bisschen fertig. Gut. Warum kann ich nicht laufen? Egal. Raus hier. So. Finde einen Weg, Kazumi auf dein Riscom zu laden. Alles klar. Ab zur technischen Station. Living, bla bla bla. Network Support. Ja, würde ich sagen, ist erstmal richtige Richtung, ne? Von hier kommen wir ja auch. Kryokammer. No, no, no. Don't get thankful before now. Ey. So loving of you. Arschloch. Arschloch. Hey. Wer war das? Das war das. Jetzt ist natürlich die Frage. Wer ist das? Gut, von da kommt ein paar. Das ist aber auch nicht richtig. Was hat es mit diesem Typen auf sich? Ist er hingefallen oder hat er sich die Schuhe zugebunden? Was ist das denn? Lagereinrichtung? Warum? Hallo? Oh. Alles klar, warte mal. Ich hab doch. Wie kann ich denn nochmal mein Dingens öffnen? Meinen. Oh, so nicht. Alles klar. Was mit der Philippe has access to the server core with the Riscoms. Ist denn dieser Server Core? Mhm. Die Kryo kann man. Hallo? Langsame Türen hier. Yes, Jones. Hi. Oh, sorry, guys. Lights off. Stellen Sie sich mal ein bisschen an, ne? Wer ist das? Salvatore Franco. Mhm. Gabriel Romijn. Ganz. Alles klar. Oh. Spotology. Ja. Können wir hier eventuell. Wirklich? Ey. Willst du mich. Mein Gott. Ja, voll ins Gesicht. Wunderbar. Können wir hier, können wir nicht. Damit können wir auch nicht. Hier können wir erst recht nicht. Hier können wir bestimmt, ne? Können wir nicht. Gut. Da konnten wir aber viel. Das ist ja der Wahnsinn. Was ist das da hinten? Die Küche? Mhm. Mhm. Ich bin ein bisschen begeistert. Gefällt mir. Special History of Space History. Okay. Gut. Ach Gott, ich bin auch so dumm, ne? Auf geht's. Wunderbar, wunderbar.
Ich weiß ja nicht. Ey, 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 nein. So. Reaktor Core. Maintenance Core. Server Core, wo muss ich denn? Okay, ja, muss ich gucken. Sonst müssen wir, glaube ich, erst zum Konferenzding. War ich das? Connected. Kann ich irgendwas machen? Nö, ne? Cola. Ne. Was habe ich gemacht? Was habe ich gemacht? Wofür ist das? Das hängt einfach nur da, okay. Gut, ich gehe lieber, bevor ich was kaputt mache. Da habe ich nämlich ein seltenes Talent für. War das der Fall? Ach so, das ist das. Das ist... Ich wette, irgendwer erschreckt mich jetzt. Ah! Dich suche ich bestimmt. Sind wir das? Der Captain ist ridiculous. Wir könnten just as well go back into Hyber. Okay, wer ist Hyber? Und warum sollen wir in sie? Irgendwas machen? Da konnten wir irgendwas machen. Was ist das? Hä? Was habe ich jetzt gemacht? Was ist das denn? Also Spiel... Achso, das extra oder ist irgendwie... Wahrscheinlich bin ich einfach nur dumm. Also nicht nur wahrscheinlich, aber... Kann man überhaupt nichts machen? Gibt's auch gar nicht. Hier irgendwas machen? Auch nicht. Nix. Gut. Mal gucken, was hier noch so gibt. Jetzt sind wir einmal eine Runde gelaufen, ne? Was haben wir hier? Server Core. I'm sorry, River Alea. You do not have sufficient rights to enter. I'll be right back. Ach, komm schon. Anscheinend ist die Luft da drin nicht unbedingt gesund. Warum ist der Untertitel jetzt schon wieder auf Englisch? Also... Wieder nichts geschafft in dieser Folge, Alter. Was ist da los? Hallo? In case of emergency, use emergency hatch opener. Alles klar, wissen wir Bescheid. Captain's Quarters, Command Center. Ich würde sagen, wir gucken einfach alles einmal durch. Tun wir nicht, wir gehen nur einmal in den Konferenzraum. Doch, das werden wir in der nächsten Folge tun. Bis dahin würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Und ich hoffe, ihr habt genauso wenig Ahnung wie ich. Und lasst euch überraschen, was noch passiert. Bis dahin, macht's gut, ciao!